Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Update Kapitalmärkte und strategische Vermögensverwaltung, das ist das Thema in den nächsten 30 bis 45 Minuten. Wir werden die Online-Konferenz selbstverständlich wieder aufzeichnen und Ihnen im Nachgang die Konserve zur Verfügung stellen. So, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne die Funktion der Software. Ich gehe dann gesammelt am Ende der Präsentation auf Ihre Fragen ein. Wir springen auch direkt in die Agenda und blicken zunächst auf den Kapitalmarkt. Was waren denn die wichtigsten Entwicklungen und was sind vor allem auch die Auffälligkeiten, die Sie vielleicht nicht in den gängigen Publikationen oder in der Übersicht der gängigen Kapitalmarktindizes sehen? Bei der Konjunktur blicken wir zum einen auf die globale Perspektive, aber natürlich auch auf Deutschland und ein Kernthema in der aktuellen Situation sicherlich das Thema Zinswende nominal. Das ist klar. Sie haben alle festgestellt, es gibt keine Verwahrentgelte mehr, sondern Banken bieten wieder attraktive Festgeldzinsen. Was steht da eigentlich dahinter? Und wo haben wir dann eine weitere Zinswende, die sich noch nicht so stark in den Schlagzeilen niedergeschlagen hat? Und dann noch abschließend etwas zum Thema Aktienbewertung. Danach festgemacht an der strategischen Vermögensverwaltung. Faktor Portfolio, blicken wir uns Möglichkeiten an, die man annehmen könnte, um momentan Strategien zu betrachten. Natürlich nicht nur auf eine konkrete Strategie, sondern eine sinnvolle Vorgehensweise, um Anlagestrategien insgesamt zu überwachen, aber natürlich auch einzuordnen. Wir schauen also auf die Entwicklung im laufenden Kalenderjahr. Sie sehen hier die blauen Balken, das sind die letzten 4 Wochen. Klar, wir haben zum einen das Thema steigende Renditen in den USA, zwischenzeitlich auch der sehr wichtige Zins für die 10-jährigen Laufzeiten US-amerikanischer Staatsanleihen oberhalb der 5%-Marke. Dazu das Thema Nahe Osten. Sie alle haben den Terrorangriff auf und in Israel mitbekommen. Die entsprechenden Unsicherheiten, die daraus erwachsen, die sind natürlich klar. Dennoch, wenn wir uns seit Jahresbeginn die Betrachtung anschauen, dann sehen Sie hier in Grau das jeweils dargestellt im laufenden Kalenderjahr der globale Aktienmarkt MSCI World mit plus 9%. Überraschend gut, könnte man sagen, für den Gegenwind durch steigende Zinsen, für die geopolitischen Unsicherheiten, auch natürlich für die konjunkturellen Themen, die wir gleich noch sehen werden. Die aufstrebenden Volkswirtschaften seit Jahresbeginn 1,56% im Minus, etwas vergessen im aktuellen Umfeld. Natürlich die Probleme in China, Stichwort Probleme im Immobilienmarkt, Jugendarbeitslosigkeit, nachlassende Direktinvestitionen, insgesamt das Thema geopolitische Themen zwischen der westlichen Welt, speziell den USA und China. Gold mit einer sehr starken Entwicklung jetzt, sehr stark, aber auch geprägt durch die letzten Handelstage, Stichwort Israel, auch Rohstoffe, der Ölpreis, der ist natürlich im laufenden Kalenderjahr auffallend und trägt wesentlich zur Entwicklung der Rohstoffpreise hier bei. Bei den Anleihen sehen wir Gegenwind durch steigende Zinsen und Renditen und der Euro leicht abgewertet gegenüber dem US-Dollar, aber jetzt auch nicht mehr dramatisch im Vergleich zum Beginn diesen Jahres. Also alles in allem könnte man sagen, naja, das ist jetzt nicht besonders auffallend. Klar, Anleihen haben Gegenwind, wenn die Zinsen steigen, wenn die Geldpolitik straffer wird. Gold wird funktionieren, wenn wir geopolitische Unsicherheiten haben. Und neben Israel haben wir auch immer noch den Krieg in der Ukraine. Deswegen der auffallende Faktor ist eigentlich die sehr positive Entwicklung des globalen Aktienmarktes. Und wenn wir dann mal genauer hinschauen, dann schauen wir mal hier auf Aktien USA. Was Sie in dunkelblau sehen, das ist der Leitindex S&P 500. Dort finden Sie nach einer marktkapitalisierungsgewichteten Logik gewichtet die Unternehmen. Das heißt, je höher die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, desto höher ist die Gewichtung. Das heißt, eine Apple, eine Microsoft, die sind viel, viel höher gewichtet natürlich als viele andere Unternehmen, die eine geringere Marktkapitalisierung haben. Und dagegen den gleichen Index, auch den S&P 500 in Türkisblau, da sind aber nicht alle Unternehmen nach der Marktkapitalisierung gewichtet, sondern alle 500 Unternehmen haben den gleichen Anteil. Und das ist ein sehr guter Indikator, um auch die Marktbreite sich anzuschauen. Und wenn Sie sich mal die Entwicklung anschauen, dann sehen Sie zum einen, dass auch
der Index insgesamt jetzt bereits ein gutes Stück wieder nachgegeben hat von seinem zwischenzeitlichen Hoch im laufenden Jahr, aber auch vor allem, dass der breitere Markt, also die breitere Marktgewichtung, dass die nicht nur nicht im Plus ist, sondern sich mit ungefähr 3,7% im Minus befindet. Das heißt, was wir sehr stark sehen, ist, einige wenige Aktien tragen den Markt und es fehlt so ein bisschen die Marktbreite. Wenn wir nun den Zeithorizont verändern und blicken nicht nur auf das laufende Kalenderjahr, weil die meisten Anleger sollten ja nicht auf Sicht eines Kalenderjahres denken, sondern einen längeren Anlagehorizont haben, dann sehen wir hier, Gold war die beste Vermögensklasse, aber Sie sehen es auch das erst relativ frisch, seit wir natürlich diese Eskalation im Nahen Osten haben. Aber insgesamt, wir sehen es hier, Aktien Europa war noch am besten, minus 2,17% auf 2 Jahre. Wir sehen Aktien USA minus 4,2%. Eigentlich genau, was man erwarten würde, weil der amerikanische Aktienmarkt war höher bewertet, bevor die Zinsen gestiegen sind. Und normalerweise würde man erwarten, wenn die Zinsen steigen, dann werden die Märkte, die höher bewertet sind, sensibler auf diese steigenden Zinsen reagieren. Also auch fast lehrbuchmäßig. Aktienwelt minus 7,76%. Und dann die globalen Anleihemärkte währungsgesichert gegenüber dem Euro. Da sehen Sie auch, da gab es eine sehr harte Bewegung. Seitdem läuft es leicht seitwärts beziehungsweise nach unten und am schwächsten von diesen großen Vermögensklassen eben die Aktien aus Schwellenländern, die aber jetzt in der Bewertungsperspektive sehr, sehr günstig geworden sind. Deswegen, wenn Sie mal im Handelsblatt oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder anderen Publikationen sehen, dass sich dort Vermögensverwalter oder sonstige Research-Institute äußern, was die günstigsten Märkte sind auf Basis einer strategischen Perspektive, dann werden Sie an vielen Fällen sehen, dass die sogenannten Emerging Markets, eben die aufstrebenden Volkswirtschaften, am deutlich günstigsten bewertet sind. Zwischenfazit also an dieser Stelle: Die starken Entwicklungen der großen Tech- und Plattformunternehmen, die ziehen schon die Entwicklung der globalen Aktienmärkte, Stichwort MSCI World und MSCI World All Countries. All Countries ist inklusive einer gewissen Quote an aufstrebenden Volkswirtschaften, ziehen die nach oben. Bei den US-Leitbörsen, Sie haben es am S&P gesehen, das Gleiche. Insgesamt, wenn wir die großen Vermögensklassen betrachten oder einen Großteil der Vermögensklassen, korrekt gesagt, wenn Sie jetzt Unternehmen nehmen mit kleinerer und geringerer Marktkapitalisierung, dann sehen Sie auch, da ist es sehr, sehr schwierig. Und insgesamt kann man, glaube ich, sagen, wir haben eine gewisse Anzahl von Unternehmen, vielleicht auch die Unternehmen, denen man zutraut, exorbitant von den Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz und maschinelles Learning zu partizipieren, dass man denen da große Erfolge zutraut. Und da, die haben so ein bisschen eine Sonderkonjunktur und deren Stärke hält eben aufgrund dieser marktkapitalisierungsgewichteten Logik die Indizes eher oben. Aber in der Breite sehen wir eher schwächere Entwicklungen. Und insgesamt könnte man auch sagen, die Geldpolitik begann ja die Straffung im Herbst, Winter 2021 zu postulieren. Dann fing es so langsam an, dass zuerst die Kryptowährung und die sehr gehypten Segmente des Kapitalmarktes, denken Sie an diese SPACs, diese Special Purpose Acquisition Vehicles, wo man Geld eingesammelt, denken Sie an NFTs, das waren damals diese Bilder von irgendwelchen rauchenden Affen, die Bored Apes, die da mal in der Spitze 1, irgendwas Millionen Dollar pro NFT wert sein sollten. Da sind da nach und nach die Blasen geplatzt. 2022 hat es den breiten Kapitalmarkt getroffen, Aktien und Anleihen mit historisch schlechten Ergebnissen in der Kombination. Und jetzt sehen wir eben 2023, speziell im ersten Quartal, eine sehr starke Entwicklung in Teilbereichen. Aber jetzt auch nach den jüngsten Entwicklungen sehen wir, eigentlich verhalten sich viele Kapitalmarktsegmente so, wie man es erwarten würde, eben nicht so besonders berauschend, weil Geldpolitik weiter straff und konjunkturelle Unsicherheit mit on top geopolitischer negativer Komponente. Was aus der reinen Kapitalmarktsicht gegen einen zyklischen Aufschwung spricht, das ist die anhaltende Schwäche von kleinen und mittleren Unternehmen. Also hier sollte man auch sehr genau drauf schauen. Wenn man hier feststellen sollte, dass sich diese Unternehmen vernünftiger entwickeln, auch relativ zu den sehr hochkapitalisierten Werten, dann könnte das unabhängig dann von vielleicht einer immer noch fundamental schlechten Nachrichtenlage ein guter Indikator sein, dass sich die Konjunktur
bessert, weil typischerweise laufen ja die Aktienmärkte der Konjunktur um, naja, 6 bis 9 Monate voraus. Also Blick auf die Small- und Mid-Caps, würde der Fachmann sagen. Anleihen, klar, starker Gegenwind durch die steigenden Zinsen, straffere Geldpolitik, auch offenkundig. Und Gold, auch bis zu dem Konflikt, bis zu dem Überfall und der latenten Kriegsgefahr in der Region, hat Gold natürlich auch unter den steigenden Zinsen und einem sehr konstant starken Dollar gelitten. Aber wie gesagt, die letzten Wochen haben das eben verändert. Wenn man an Deutschland denkt, Sie sehen hier das IFO-Geschäftsklima, dann sehen Sie die Erwartungskomponente an die nächsten 6 Monate in Rot. Sie sehen die aktuelle Lage in Blau und dann den Gesamtindikator in Türkis. Da sieht man schon Deutschland, naja, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, könnte man da einen berühmten Dichter zitieren. Von daher Deutschland unheimlich viele Probleme. Auf der globalen Perspektive sieht das ein bisschen besser aus. Und das auch, was man sagen muss, was wir auch in den USA sehen. Sie sehen hier abgebildet den Abgleich der Erwartung an Konjunkturdaten. Also was ist so die allgemeine Erwartung an den nächsten Daten vom Arbeitsmarkt, an den nächsten Einkaufsmanager-Index und so weiter. Und der Abgleich mit den realen Daten. Und da sehen Sie eben hier die USA. Da sehen wir eben die größte positive Abweichung, also besser als man es erwartet hat. Die Eurozone zwischenzeitlich katastrophal, also sprich, hier geht es nicht um absolut, sondern es geht um relativ. Also war relativ kamen die echten Daten viel schwächer rein, als man es vorher in der allgemeinen Erwartung geschätzt hatte. Sie sehen aber auch, China hat sich jetzt aus dem Tal der Tränen so ein bisschen nach oben gekämpft und das vielleicht auch der Punkt, warum man sagen kann, die USA hat die Rezession im ersten Halbjahr, die ja quasi jeder erwartet hat, vermieden. Aber auch das muss man sagen, um welchen Preis? Das sehen Sie hier. Sie sehen hier das Haushaltsdefizit, also sprich, vereinfacht gesprochen, die Differenz der Einnahmen zu den Ausgaben des öffentlichen Sektors und das in Relation zur nominellen Wirtschaftsleistung. Und da sehen Sie die USA mit einem Defizit von ungefähr 7%. Und das ist wirklich ein hoher Wert, weil Amerika ist weder im direkten Krieg, noch muss man die Konjunktur stimulieren, weil in einer Rezession ist man ja auch nicht. Also, was in Amerika auffällt, besonders bei dieser Relation, ein sehr hohes Defizit. Und dieses Defizit ermittelt sich auch noch in Relation zur nationalen, zur nominellen Wirtschaftsleistung. Und die nominelle Wirtschaftsleistung ist ja auch exorbitant hoch, weil man ja auch durch die hohen Inflationsraten ein hohes nominelles Wachstum hat. Von daher, dieser Wert ist auf zwei Ebenen deswegen besonders. Das heißt, wenn man Amerika betrachtet, man muss sich immer klar machen, da steckt auch ein sehr, sehr hoher Anteil fiskalpolitischer Stimulierung mit drin. Und das hat natürlich Auswirkungen nicht nur auf das Defizit, sondern auch auf die Schulden. Und Schulden ist gleich ein Thema, was wir uns konkreter betrachten. Aber erstmal Zwischenfazit, Stand jetzt, die Verbraucher, die haben die Zinswende besser verkraftet als bisher erwartet. Also der Konsum war immer stärker, aber Kreditkartenschulden gestiegen, die Kreditkartenzinsen sind hoch, die Amerikaner sind in ihren Immobilien gefangen, weil sie können nicht ihre Immobilie verkaufen, wo sie vielleicht noch 2,5% Darlehenszins haben, weil die Immobilie, die sie dann kaufen, müssen sie heute zu 8% neu finanzieren. Also da ist vieles eingefroren, auch bei den Unternehmen. Viele Unternehmen haben sich lange zu niedrigen Zinsen refinanziert, aber je länger das Zinsniveau hoch bleibt, desto eher muss man sich teurer refinanzieren und das geht natürlich zu Lasten der Rendite der Eigentümer, weil wenn mehr Geld an den Gläubiger geht, bleibt bei gleichen Gewinnen weniger für den Eigentümer übrig. Und die Staaten, auch da muss man sagen, bisher besser verkraftet als erwartet. Aber auch hier gilt natürlich, die Wirtschaftsleistung ist nominell stark gestiegen. Und wenn wir alle höhere Preise im Supermarkt, an der Tankstelle und bei den Handwerkern bezahlen, dann sind natürlich auch Mehrwertsteuer und ähnliches höher in absoluten Beträgen. Und dementsprechend ist der Staat durchaus auch ein Inflationsgewinner, weil er Steuern und Sozialabgaben auf steigende Volumina extrahiert. Blick auf die Details, das hatten wir eben schon. Da ist natürlich noch zu erwarten, dass diese Zinswende noch Schäden verursachen wird. Immobiliensektor aktuell ja auch etwas eingefroren. Wir sehen die Diskussion rund um Büroimmobilien. Der erste offene Immobilienfonds in Österreich hat, glaube ich, auch bereits die Rückgabe geschlossen. Also von daher, nur weil etwas noch nicht negativ passiert ist, bedeutet es nicht, dass es noch kommt. Wir haben zwar
in Teilbereichen noch sehr viel Überhang aus der Nullzinsphase über sogenannte Kreditvehikel, die einspringen können. Auch die Private Equity Fonds sind noch gut kapitalisiert, weil sie noch Commitments, Zusagen ihrer Kapitalgeber haben, die sie nicht gezogen haben. Aber wie gesagt, man muss sich klar machen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch nicht alle Konsequenzen aus dieser massiven Zinswende gesehen haben, die ist doch sehr hoch. Die staatlichen Defizite, die sind natürlich bemerkenswert, das muss man sagen. Und von daher, die Entwicklung der staatlichen Verschuldung könnte an den Kapitalmärkten wieder stärker Berücksichtigung finden. Von daher, wir blicken zunächst auf die nominellen Zinswende und blicken uns die Zeit an vor der Corona-Pandemie. Sie erinnern sich vielleicht, Ende 2018 war in Amerika die Tendenz, wollen wir die Geldpolitik mal ein bisschen straffen. Dann kam Corona, Zins auf Null, Geld ins System gepumpt. Sie wissen, man hat die Wirtschaft in einen künstlichen Tiefschlaf gelegt und die Fiskalpolitik hat Geld mit der Gießkanne ausgeschüttet und die Notenbanken haben das finanziert, darüber, dass sie die Anleihen gekauft haben. Also eine vollkommen verzerrte Welt. Und Sie sehen mal hier, wo wir jetzt stehen, der Balken in Rot, das sind die jüngsten Daten, also mit den Schlusskursen von vor einigen Tagen. Und da sehen Sie im Endeffekt vor der Corona-Pandemie, was ja quasi fast das Ende der Niedrigzinsphase gewesen wäre, wenn nicht Corona gekommen wäre, mit allen Exzessen, die dann kamen. Die Renditen haben sich verzweieinhalbfacht. Schauen Sie auf US-Staatsanleihen, 1,9% im Januar 2020, 4,6% aktuell. Kurzfristig waren sie oberhalb von 5. Unternehmensanleihen Eurozone, 0,7%, aktuell 4,5%. Deutsche Staatsanleihen, minus 0,2, minus. Jetzt plus 2,7, zwischenzeitlich mal leicht über 3. Also nominelle Zinswende unverkennbar. Geld, Kapital hat wieder einen Preis in Form von Zinsen. Jetzt sehen wir aber, dass die straffe Geldpolitik war ja eine Reaktion unter anderem auf die Inflationsraten. Jetzt sehen wir aber auch, Moment mal kurz, Inflationsraten kommen zurück. A, an den Konsumentenpreisen, aber auch zum Beispiel Importpreise oder wie hier eingeblendet die Produzentenpreise, hier mal die Jahresveränderung Deutschland. Da sehen Sie mal, wir hatten Jahresveränderungen durch den Schock des Ukraine-Krieges, beziehungsweise weniger durch den Krieg, sondern vielmehr durch die Sanktionen, die, wenn Sie mich persönlich fragen, nicht wirklich greifen, weil wenn Sie jemand sanktionieren und 2 Drittel der Weltbevölkerung macht nicht mit, dann läuft es natürlich ein bisschen ins Leere. Aber was jetzt hier das Thema sein soll, Sie sehen schon hier, Produzentenpreise inklusive Energie im Vorjahresvergleich minus 15%. Und was man sagen muss, es geht deutlich und es ging deutlich Inflationsdruck heraus. Die Lieferketten sind wieder normal. Die Güterpreisinflation kommt deutlich zurück. Natürlich mit dieser Wildcard Energiepreise Europa. Und wahrscheinlich wird auch die Nachfrage nach Dienstleistungen ein bisschen zurückgehen, weil eben der Konsument nicht ewig konsumieren kann man da. Inflationsdruck kommt zurück. Das heißt natürlich auch, wenn die Inflation zurückkommt, gibt es auch weniger Druck auf die Notenbanken, die Zinsen oben zu halten. Von daher, das muss man sehr genau schauen, wie stark die Inflation zurückkommt. Sie wird wahrscheinlich höher sein als in der Dekade nach der globalen Finanzkrise, aber sie wird wahrscheinlich natürlich nicht so hoch bleiben wie diese Exzesse jetzt. Von daher muss man da sehr genau schauen, was passiert. Und ich bringe gerne das Beispiel mit den Kinder-Countries, die kaufe ich eben ganz gerne mal. Und früher hatten sie bei Kinder-Countries eine 10er-Packung, dann ist der Preis gestiegen, aber es waren nur noch 9 Stück drin. Bei meinem letzten Kauf waren keine 10 Stück drin, sondern es hieß jetzt 9 plus 1, also auch wieder 10. Und deswegen glaube ich auch, wir sehen da langsam auch Anpassungen, auch die Bild-Zeitung titelt der jüngst, dass wir wieder reduzierte Nahrungsmittelpreise in einzelnen Segmenten bekommen. Also von daher, das Thema Inflation ist sehr erratisch und die Konsequenzen für die Geldpolitik sind natürlich auch da. Deswegen nominelle Zinsen, klar. Inflation, größter Druck vorbei. Deswegen schauen wir mal kurz nochmal auf die USA, auf den Realzins. Und das ist ein wichtiges Thema. Wir betrachten zunächst 5-jährige Laufzeiten von US-Staatsanleihen. Die Rendite liegt bei 4,8%. Das sehen Sie hier in diesem Türkisblau. Und da sehen Sie mal, da sind wir auf einem Wert, wie wir ihn zuletzt irgendwo mal, aber auch nicht lange, vor der Finanzkrise hatten. Überlegen Sie mal, wie lange das her ist. Da können sich schon viele Leute gar nicht mehr daran erinnern, dass es Zinsen gab. Oder die können sich gar nicht mehr daran erinnern, dass Zinsen steigen.
oder dauerhaft auf einem absolut hohen Niveau bleiben. Was Sie dann in dunkelblau sehen, ist die abgeleitete Inflationserwartung aus inflationsgeschützten amerikanischen Staatsanleihen. Break-even-Inflation Rate für die Experten unter Ihnen. Und wenn wir das mal zusammenführen, den Nominalzins über eine Staatsanleihe abzüglich der Inflationserwartung, die aus Marktpreisen abgeleitet wird, dann sehen wir aktuell einen Realzins von ungefähr 2,3%. Und jetzt blicken Sie mal hier nach links, wann wir zuletzt einen Realzins hatten, der diese Größenordnung hatte, auch vor der Finanzkrise. Und das ist jetzt ein Punkt. Der Realzins war die letzten, naja, 13 Jahre nicht so hoch wie jetzt. Das heißt natürlich, dass sich die Umgebung für Kapitalanlagen, ob Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, dramatisch verändert hat. Weil wenn ich jetzt wieder einen positiven Realzins habe, dann ist ja dieses Argument, ich brauche Immobilien, um meine Kaufkraft zu erhalten. Ich brauche Aktien, um meine Kaufkraft zu erhalten. Ich brauche als institutioneller Anleger Infrastruktur, um meine Kaufkraft zu erhalten. Das relativiert sich ein bisschen, weil ich kann mir jetzt einen Realzins von 2,3% als Beispiel hier für die nächsten 5 Jahre einführen. Leider nur im Dollar, aber Sie wissen, welche Bedeutung die globalen Kapitalmärkte, die US-Kapitalmärkte, der Dollar, die US-Dollar-Zinsen für die globalen Kapitalmärkte haben. Also wichtiger Punkt. Zinswende nicht nur nominell, sondern auch real. Und ich glaube nicht, dass sich das schon reflektiert in vielen Preisen. An den liquiden Vermögensmärkten wahrscheinlich schon eher, aber bei den illiquiden sehen wir aktuell dann, dass vieles eingefroren ist. Es gibt einfach wenig Transaktionen. Stichwort Immobilien. Aber man sieht, wenn Transaktionen stattfinden, dann tendenziell nicht zu den Preisen, denen sich manche noch aus dem Herbst 21 herleiten. Also, Wende auch beim Realzins, zumindest im Dollar, auch im Euro, Realzinsen wieder positiv, aber noch nicht so positiv wie in den USA, aber wir haben ja auch ein bisschen geringeres Wachstum. Auch das gab es lange nicht. Was Sie hier sehen, auch das eine Grafik, die wir jetzt oft gezeigt haben, in Türkis, S&P 500, Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Analystenschätzung, also schon in der Erwartung auch zukünftiger Gewinne auf 12 Monate. Davon der Kehrwert ist die sogenannte Gewinnrendite. Und die wird verglichen hier mit der Rendite von Unternehmensanleihen mit gutem Rating, Single A, 5-jähriger Laufzeit. Und da sehen Sie, nach der jüngsten Zinsbewegung rentieren diese Unternehmensanleihen mit 6% und die Gewinnrendite des Aktienmarktes nur bei 5,5%. Und hier geht es einfach nur um die relative Attraktivität. Und schauen Sie mal, wo wir da mal historisch waren. Schauen Sie mal diese Differenzen an. Auch vor 15 Jahren, vor 17 Jahren, es gab immer eine Differenz. Die war mal größer, war mal kleiner. Dann wurde sie auch mal wieder relativ groß im Rahmen dann, was wir mit Corona gesehen haben. Aber jetzt sehen Sie, diese Differenz ist negativ aus Sicht des Eigenkapitalgebers, des Aktionärs. Und das ist natürlich schon auch ein Punkt. Sie sehen ja nochmal die Rendite von 3-monatigen Staatsanleihen eingeblendet, 5,5. Aber das ist nur noch mal ein bisschen nachrechtlich, weil wir müssen natürlich Äpfel mit Äpfeln vergleichen, zumindest annähernd. Und ein Aktienanleger hat ja mindestens mal 5 Jahre Horizont. Deswegen macht es keinen Sinn, das mit einer 3-monatigen Staatsanleihe zu vergleichen, weil wenn die Zinsen fallen, dann kriegen sie zwar für die nächsten 3 Monate ihre 5,4%, aber wenn die Zinsen nach 3 Monaten nur noch bei 4,5 sind, dann kriegen sie nur noch die 4,5%. Also sprich, kurze Laufzeiten haben Zinsänderungsrisiken und wahrscheinlich nach unten. Und von daher aus unserer Sicht zumindest der sinnvollere Vergleich nicht mit Cash oder nicht mit risikolosen kurzlaufenden Staatsanleihen, sondern Unternehmensanleihen ähnlicher Laufzeit wie der Laufzeit, die auch ein normaler Aktienanleger nehmen würde. Deswegen hier exemplarisch die 5 Jahre. Also das gab es lange nicht. Es gibt wieder Opportunitätskosten für Aktienanleger. Bewertungen, auch das nochmal betrachtet. Sie sehen es hier, Aktien Europa im Vergleich zum eigenen langfristigen Schnitt mit den berichteten Gewinnen jetzt, also wirklich die harten Gewinne, nicht die erwarteten Gewinne im langfristigen Vergleich. Da sehen Sie, Europa ist günstig, günstiger als sein langfristiger Schnitt, Discount ungefähr 13%. Die USA ungefähr 26% teurer. Rechnet man allerdings die Aktien raus, die den Aktienmarkt jetzt oben gehalten haben, also die hochbewerteten Tech- und Plattformunternehmen, dann ist auch der US-amerikanische Markt in der Breite eigentlich gar nicht so teuer. Und da schließt sich wieder der Kreis.
Aktienmärkte haben die letzten 2 Jahre in der Breite nicht viel bewegt. Also sprich, seit geldpolitische Straffung ein Thema war, ist am Aktienmarkt positiv, wie Sie gesehen haben, nicht viel passiert. Im Umkehrschluss haben aber die Unternehmen natürlich auch ihre Gewinne gesteigert, Margen konnten relativ konstant gehalten werden. Das heißt, Aktienmärkte sind in der Bewertung nicht teuer und diese Bewertung reflektiert aber auch wieder A, höhere Zinsen, zumindest zum gewissen Teil, aber mit Sicherheit eben auch die konjunkturelle Unsicherheit. Und deswegen muss man sagen, man muss genau hinschauen, Aktien sind in der Breite nicht teuer, sind aber auf Basis eines Index, wie beispielsweise das S&P 500, durchaus teuer. Aber wenn Sie wieder eine andere Gewichtungslogik nehmen, wie wir vorhin gesehen haben, dann haben Sie zwar per jetzt eine schlechtere Wertentwicklung, aber nach vorne hin haben Sie eine günstigere Bewertung. Deswegen Zwischenfazit nochmal, gestiegene Leitzinsen und ein Higher for Longer Narrativ sind das Thema der Stunde. Bisher haben Verbraucher und Unternehmen Staaten das gut verkraftet, aber wichtiger als die kurzfristigen Geldmarktsätze sind die langfristigen Kapitalmarktrenditen, weil die gehen in die Finanzierungskosten und auch in die Bewertungen mit ein. Diese langfristigen Renditen ergeben sich ein bisschen aus Risikoprämien, Inflationserwartungen und Angebot und Nachfrage. Und da wir sehen, dass einer der großen Nachfrage nach Anleihen, nach staatlicher Verschuldung, die Notenbanken, weniger aktiv ist und sogar eine Wende vollzieht und die Bilanz schrumpft, und andere strategische Teilnehmer, wie zum Beispiel China, weniger amerikanische Staatsanleihen kaufen und Bestände sich absolut reduzieren, sehen wir da natürlich ein klassisches Thema. Mehr Angebot, weil höhere Schulden und Refinanzierungsbedarf, weniger Nachfrage, heißt in der Welt der Anleihen steigende Renditen. Und wie immer, wenn Sie einen Trend haben, springen irgendwann noch technische Handelssysteme auf diesen Trend drauf und schieben dann zwischenzeitlich mal den Marktpreis über etwas, wo man sagt, irgendwie fundamental nicht ganz plausibel. Höhere Zinsen im Dollarraum, ja. Aber jetzt auf einmal gleich 6% für 10-jährige Papiere, ich weiß nicht. Weil grundsätzlich sind ja auch diese konjunkturellen Schwierigkeiten, die wir gesehen haben, und die geopolitischen Unsicherheiten und ja auch die wahrscheinlich fallenden oder zumindest auf deutlich niedrigerem Niveau stabileren Inflationsraten eigentlich auch ein Argument für eher fallende Zinsen, also ein Argument gegen steigende Renditen. Deswegen auch die Frage, sind diese positiven Realzinsen, wie ich sie Ihnen eben gezeigt habe, sind die nur ein kurzer Sweet Spot, also sind die jetzt einfach nur für einen gewissen Zeitraum verfügbar, weil wir gerade ein schönes Zeitfenster haben, wo die nominellen Zinsen noch hoch sind, als Antwort der Notenbanken auf die höheren Inflationsraten. Und die Inflation kommt schon zurück, deswegen der hohe Realzins. Aber wenn die Inflation fällt und die Wirtschaft sich abschwächt, werden auch die nominellen Zinsen runterfallen. Dann wird vielleicht auch der Realzins weniger positiv sein, als er sich aktuell darstellt. Also von daher, Realzinsen, speziell beim Dollar, Euro hat noch ein bisschen Luft, eher ein kurzer Sweet Spot oder haben wir wirklich eine neue Ära von strukturell höheren Realzinsen? Also ein ganz anderes Setup als die letzten 12 bis 15 Jahre. Heißt natürlich auch, wirken die Anlagestrategien und der automatische Mechanismus, den wir zum Teil hatten, speziell ab 2015, wo sich die US-Märkte aufgrund des Tech-Themas so ein bisschen entkoppelt haben, gilt dieser Mechanismus auch noch für die nächsten 10 Jahre, wenn die Rahmenbedingungen aus nominellen und realen Zinsen plus geopolitischer Komponente heute ganz andere sind als die letzten 15 Jahre. Deswegen, wir blicken auf die strategische Vermögensverwaltung, Beispiel Faktor Portfolio. Sie wissen, diese orientiert sich von der Grundlogik in vielen Zügen am norwegischen Staatsfonds, also Aktienlastigkeit, klare Quoten, kein Marktteilnehmen, global diversifiziert, aber natürlich mit gewissen taktischen Anpassungen, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Und wenn wir uns das hier betrachten aktuell, dann sehen wir natürlich ungefähr 65% Aktien. Wir sehen größte Position im US-amerikanischen Markt, aber die Unsicherheiten werden reflektiert durch eine Position, die Aktien aus dem globalen Aktienmarktuniversum so kombiniert, dass man erwartet, die Schwankungsbreite zu reduzieren. Das heißt, das ist eine Position, die dem Rechnung trägt, dass man sagt, oh, konjunkturell könnte es ein bisschen schwierig werden. Wir sehen das Thema Qualität, Aktiengewichtung. Dann das Thema Value, eine kleine Komponente optisch, aber diese günstiger bewerteten Titel sorgen insgesamt dafür, dass die Bewertungskennzahlen passen. Das sehen Sie gleich, weil
Hier haben wir ja gesagt, S&P 500, ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Deswegen ein bisschen Value bringt die Zahlen runter. Dann noch ein bisschen was aus den Schwellenländern. Und hier auf der Rentenseite sehen wir insbesondere einen aktiven Fonds mit 10%, der die Duration, die Restlaufzeitsteuerung selbst macht. Wir sehen globale Staatsanleihen, längere Laufzeit. Warum längere Laufzeit? Sie brauchen die längeren Laufzeiten, die zwar wehtun, wenn die Zinsen steigen, aber die ihnen dann massiv helfen, wenn die Zinsen fallen, wenn wir geopolitische Probleme, wenn wir das Thema Rezession haben. Das gleiche hier, US-amerikanische Staatsanleihen. Und hier noch für die Experten, je geringer die Differenz zwischen Zinskupon und Rendite, desto besser ist das Verhalten auch bei steigenden Zinsen. Das heißt, bei den Anleihen, Ceteris paribus, wird jetzt vieles auch besser. Dann noch 5% kurzlaufende Papiere, variabel verzinst und noch eine Unternehmensanleihenposition enthalten. Also das ist die Struktur. Aber was steckt denn da wirklich drin? Und das sehen Sie hier. Erstmal die Verteilung nach Vermögensklassen, 65, 35, globaler Währungsmix. Natürlich auch mit einem entsprechenden Anteil Dollar, klar, ergibt sich aus der Logik und auch die Dollarkomponente, ja wichtig für Stressphasen, weil in Stressphasen an den globalen Märkten tendenziell neigt der Dollar zur Stärke als Safe Haven, sicherer Hafen. Dann in die Aktienquote, Sie nehmen von allen ETFs die Verpackung weg, tun so, als hätten Sie alle Aktien in der Gewichtung im Portfolio, also wie ein Einzeltitel, Portfolio, was aus Hunderten von Aktien besteht. Da sehen wir hier die größten Positionen, natürlich klar, und so muss es auch sein in der heutigen Welt. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, das Visa, das sind natürlich die Namen, die man drin haben muss, aber etwas geringer gewichtet als im Index der Marktkapitalisierung. Das sehen Sie auch im Vergleich mit einer globalen Aktienbenchmark. Die Marktkapitalisierung etwas geringer, die Dividendenrendite etwas höher. Von den Bewertungskennzahlen ungefähr ähnlich dem globalen Markt. Hier sehen Sie das erwartete Gewinnwachstum über die nächsten 5 Jahre. Und Sie sehen auch bei anderen Kennzahlen, Kursumsatz, Kurs Cashflow, relativ nah am Marktportfolio, auch bei der Verschuldung. Das heißt, was Sie hier sehr gut sehen, sehr diversifiziert, die üblichen Namen, die man erwarten würde, aber Vermeidung von Klumpenrisiken. Auf der anderen Seite sieht das so aus, dass die Staatsanleihen den höchsten Anteil haben. Warum? Sie sollen ja das Gegenteil bilden, das Gegengewicht zu den Aktien. Staatsanleihen mit ein bisschen mehr Laufzeit, Unternehmensanleihen, weil sie auch in der Konjunktur hängen, mit weniger Restlaufzeit. Insgesamt die Kennzahlen Duration im Portfolio ungefähr 5,2 Jahre mittlerweile, war ja deutlich niedriger. Und die Rendite 4,31%. Genau, die laufend auf das Portfolio verdient werden. Je länger die Zinsen jetzt auf höherem Niveau bleiben, desto geringer wird die Differenz zwischen Coupon und Rendite und je geringer die Differenz, desto stabiler ist das Portfolio auch bei Zinserhöhungen und desto mehr profitiert es bei fallenden Zinsen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Deswegen, heute ging es um den Kapitalmarkt, aber am 8. November um 18 Uhr haben wir nochmal unser Webinar zum Thema steuerliche Aspekte für eine vorausschauende Vermögensplanung. Da ist für jeden was dabei, vom steuerliche Aspekte bei Investmentfonds über die Altersvorsorge, aber mit dem Schwerpunkt auch, was haben wir bei der Generation Nachfolge zu betrachten, was gilt für Unternehmer und wo machen Gesellschaftsstrukturen Sinn, um Steuern für sich selbst zu optimieren, weil eins ist auch klar, steigende Schulden. Der Bedarf des Staates wird nicht weniger. Und dreimal können Sie raten, wen man da belastet. Natürlich am Ende des Tages den Bürger und tendenziell den Bürger, der wie alle anderen Wähler auch nur eine Stimme hat. Von daher die Vermögenden und aus der Sicht des Finanzamtes sind ja viele Vermögen, die sich selbst nicht als Vermögen fühlen, da betroffen. Deswegen Anmeldung zum Webinar hier über den Barcode links. QR-Code zum E-Book. Wir haben ein begleitendes E-Book geschrieben zum Webinar. Kann man natürlich auch vorher lesen. Das finden Sie rechts. Aber auch in der Aufzeichnung schicken wir Ihnen beide Links nochmal mit rein. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich würde nun die Aufzeichnung beenden, damit wir dann in den Dialog mit den Fragen gehen können über die Funktion der Software. Deswegen an dieser Stelle alle, die uns verlassen, Ihnen einen schönen Abend.
Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.